Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Markeflüster des Jahres 2019. Und dieses Markeflüster hat den Titel 2019, das Jahr der Inflation. Was meine ich damit? Normalerweise ist die Definition von Inflation ja ein Anstieg von Waren, von Gütern und von Dienstleistungen. Aber man müsste eigentlich auch die Vermögensassets damit reinnehmen. Also Immobilien, also Aktien, all das, was eben immer teurer wird, weil ich immer mehr Geld aufwenden muss, um die gleiche Menge an diesen Vermögensassets zu kaufen. Mithin habe ich also faktisch eine Entwertung von Geld, und das könnte man als Definitionskriterium auch für Inflation heranziehen, nach meiner Auffassung. Klar, normalerweise sind Verbraucherpreise eben Inflation, aber wenn wir das größere Bild mal sehen, dann haben wir in 2019 eine gigantische Inflation gesehen, weil alles im Preis gestiegen ist. Das ist sozusagen eigentlich der Trend gewesen in 2019. 2020 kommt erst noch. Schauen wir uns mal hier eine Grafik von Hannes Zipfel an. Da sehen wir hier den Minenindex. XAU ist fast 40% gestiegen. Der S&P 500 etwa 30%. Der DAX 26%, Gold 19%, Silber 15%. Also wir sehen, dass hier Edelmetalle gestiegen sind, aber es sind auch Anleihen gestiegen. Hier sehen wir etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe. Den Chart muss man umdrehen, wenn man die Kursentwicklung sehen will. Hier haben wir praktisch die Rendite. Da sind wir aktuell so im Bereich 1,93. Wir waren aber schon bei 3,2, bei 3% noch Anfang des Jahres. Mithin haben wir also steigende Anleihekurse gesehen, und das bedeutet dann fallende Renditen. Also auch Anleihen sind gestiegen, Aktien sind gestiegen, Gold ist gestiegen. Hier sehen wir, was noch so alles hier gestiegen sind. Die FANG-Aktien jetzt seit Jahresbeginn fast 39%, wie gesagt der S&P 30%. Aber auch Öl ist gestiegen wie andere Rohstoffe, Öl 23,7%. Es ist praktisch nichts, was nicht gestiegen ist. Hier ganz unten sind ein paar Währungen zum US-Dollar. Okay, klar, dass da manches nicht immer steigt zum Dollar, ist schon klar. Aber alles, was irgendwie Rohstoff ist, was Anleihen sind, ob jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe oder Junk-Bonds oder Investment-Grade-Bonds, alles ist gestiegen im Laufe des Jahres 2019. All das zeigt, dass wir eigentlich eine durch Notenbanken schon voll in Gang gesetzte Entwertung von Geld sehen. Ich muss immer mehr Geld aufwenden, um diese Assets hier zu kaufen. Und ich muss natürlich auch mehr Geld aufwenden, um zum Beispiel irgendwelche Aktien zu kaufen. Das war ja das Thema letztendlich des Jahres 2019, nachdem die US-Notenbank Fed diese Drehung gemacht hat, diese Wende gemacht hat, nachdem sie im Dezember 2018 noch diesen Abverkauf ausgelöst hatte, Autopilot, Zinsanhebungen, dann aber erkennen musste, dass eine so hochverschuldete Welt eben keine Zinsanhebungen mehr verträgt, sonst kollabiert sie, sonst wird die Schuldenlast zu hoch. Dementsprechend jetzt die Wende, und die Märkte feiern das, als gäbe es kein Morgen mehr, und sagen sich, ja super, wir haben die Notenbank auf unserer Seite, sehen aber nicht, wollen aber nicht sehen, dass das ein implizites Scheitern ist, was hier zu konstatieren ist, dass also die Notenbanken ja nicht diese Drehung machen, weil die Weltwirtschaft so stark wäre, weil alles so gut wäre, sondern weil sie es machen müssen, weil die Schuldenlast zu stark ist, weil die Wirtschaft zu schwach ist, weil all diese Dinge eigentlich nicht so toll sind, und das ist das große Problem. Was wird jetzt auf uns zukommen? Schauen wir zunächst mal, was wir hier sehen, eben neues Allzeithoch jetzt praktisch, was die Marktkapitalisierung betrifft. Wir sehen, dass jetzt am Freitag ein neuer Rekord zu verzeichnen war in Inflows, also in Geldzuflüssen in den Spider. Das ist das maßgebliche S&P 500 ETF. Das ist einer der größten Zuflüsse, die wir im letzten Jahrzehnt gesehen haben, die an einem Tag gekommen sind. Da sind also viele nochmal reingegangen, offenkundig in den Markt auf der Long-Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass praktisch in diesem ETF keiner mehr short ist. Wir haben jetzt mit 2,4% die geringste Shortquote seit Oktober 2018. Also die Shorties, die sind verbrannt. Die sind sozusagen als gezwungene Käufer, wenn die Kurse weiter steigen, mehr oder weniger schon aus dem Geschäft rausgesqueezed worden. Hier sehen wir, wir hatten zuletzt eben im Oktober 2018 eine solche Situation. Im Oktober 2018, da kam ja die erste Welle, da ging es schon nach unten, November dann 2018 die Erholung und Dezember dann nochmal der totale Abverkauf. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Wir entfernen uns nach dieser imposanten Rallye, die nicht QE-Rallye, wie man sie bezeichnen kann, die ziemlich deckungsgleich ist mit
in der Bilanzsumme der FED. Das hatte ich heute Morgen schon gezeigt. Wenn also die Bilanzsumme der FED steigt, steigen die Kurse. Wenn sie schrumpft, schrumpfen die Kurse. Aber das ist nur einmal ein klein bisschen passiert. Und wir haben insgesamt jetzt bei dieser Rallye Ähnlichkeiten zu der Rallye, die wir eben Ende 2017 hatten. Wir erinnern uns, Ende 2017 war es die Steuerreform, die durchgegangen war. Da haben alle gesagt, supergeil, das kaufen wir. Wir sehen eine ganz ähnliche Struktur dieser Rallye, was damals eben die Steuersenkung war, ist jetzt die fette Liquidität, die hier gefeiert wird. Aber wir sehen, wie weit sich die Dinge schon von gleitenden Durchschnitten entfernt haben. Etwa beim S&P 500, hier sehen wir den 200-Tages-Durchschnitt, da sind wir 9% entfernt. Als es hier mal saftig gekracht hat, da waren wir 6,8% entfernt und noch weiter entfernt, nämlich Anfang 2018, als dann im Januar dieser herbe Abverkauf war, da waren wir 13,6% entfernt vom 200-Tages-Durchschnitt. Das sind ähnliche Dinge, wie wir sie jetzt gesehen haben in 2018, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Pardon, hier sehen wir den Abverkauf in 2018. Jetzt sehen wir, dass wir ähnliche Ungleichgewichte haben, ähnliche Entkopplungsprozesse, nur eben mit Plus diesmal vor dem Komma, damals mit Minus vor dem Komma, und normalerweise bereinigt sich all das. Das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern, das kann sich in den Januar hinziehen. Mitte Januar wäre so mein Tipp, wird es wieder schwierig saisonal, dann meistens, weil viele dann nochmal Aktien verkaufen aus steuerlichen Gründen in den USA, und da könnte dann vielleicht was kommen, oder weil die Bilanzsaison nicht so toll ist, wie eigentlich die Kurse eingepreist haben, oder weil die Fed sagt, oh, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen mit den Assetpreisen, das wollten wir so nicht. Keine Ahnung, was da der Auslöser sein wird, aber diese Entkoppelung, das ist regelmäßig zu beobachten in längeren Zeitperioden, wird dann wieder zurückgeführt, zumindest teilweise wieder zurückgeführt, wann auch immer und mit welchem Grund auch immer. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, die Charts, ein letztes Mal von Capital.com. Wenig Bewegung heute. Das sind sehr winzige Ebenen hier. Die Differenz, die wir hier sehen, 3232, 3227, also bewegen uns heute praktisch kaum an den Märkten. Das gilt auch für den DAX, den wir hier sehen. Da sind wir nach wie vor, wie heute Morgen, schon etwa an der 13.300er Marke. Euro-Dollar zeigt sich auch nicht so wahnsinnig viel bewegt. 1,10, knapp 90. Gold handelt 1.484, waren wir heute Morgen auch schon. Und das amerikanische Crude Oil, das ist bei $60,47, auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Also man lässt das Ganze so ein bisschen ausklingen. Es tut sich nicht mehr wahnsinnig viel. Man liest bei Agenturen, ja, es wäre Trade Optimism, also Handelsoptimismus, weil Donald Trump gesagt hat, ja, wir werden Anfang Januar den Handelsdeal unterschreiben. Vielleicht kommt er aber nie, der so oft beschworene. Noch nie wurde ja ein solcher Deal so oft angekündigt, und er ist bisher immer noch nicht da, auch wenn man sich mündlich angeblich ja schon geeinigt hat, aber noch ist nichts unterschrieben. Und noch ist eben die Hoffnung da, dass unterschrieben wird. Vielleicht ist dann mit der Unterschrift der Zeitpunkt gekommen, wo mal Gewinnmitnahmen getätigt werden. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls eine gewisse Entkopplung da. Die kann noch eine Zeit lang weitergehen, aber on the long run wird das Ganze schwierig. Das war das letzte Markeflüster. Ich wünsche Ihnen wunderbare Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Am 2. Januar geht es weiter mit Videoausblick auf Markeflüster. Und am Freitag, den 27. ein Interview mit mir von Inside Markets, direkt von der Frankfurter Börse, meine Damen und Herren. Das müssen Sie unbedingt sehen. Und jetzt wünsche ich alles Gute. Machen Sie es gut. Danke, dass Sie dabei waren in 2019. Es war mir eine Ehre. Und jetzt sage ich Servus und Tschüss.